Willkommen zurück bei Rollercoaster Tycoon 3. Beim letzten Mal konnten wir wunderbar zwei neue Bahnen bauen. Hier die Bobbahn und genau diese wilde Minenholzbahn 1 haben wir noch gebaut. Sauberster Park erhalten. Naja, hier liegt überall so ein bisschen kleine Kostbrocken rum. Die müssen wir doch langsam mal entfernen und dafür brauchen wir erstmal ein paar neue Reinigungskräfte. Da holen wir uns direkt noch zwei an Bord. Den und den hier oben. Die können sich dann den Weg so ein bisschen teilen. Da gehst du mal den Weg und hier ruhig noch ein bisschen rein. So. Danke. Wo ist denn der andere, den wir gerade eingekauft haben, eingestellt haben? Ist das der hier? Ja. So. Da könnt ihr euch mal überschneiden. Und hier unten ruhig gleich noch so ein bisschen mehr Weg mit einplanen, falls wir hier noch irgendwelche Stände oder so bauen, dass die da auch ein bisschen mit sauber machen können. Natürlich brauchen wir da auch noch Reinigungskraft 1 ist faul. Okay, bilden wir den mal ein bisschen aus für 50 Euro. Reicht. Wie sieht es denn eigentlich zu besuchermäßig aus? Knapp 500? Ah, jetzt gehen wieder ein paar. Ja, okay. Knapp unter 500 Besucher haben wir schon. Das sieht ja ganz gut aus. Haben wir die denn schon eröffnet, diese wilde Minenachterbahn? Ja. Ach, da fahren sogar schon Leute mit. Können wir auch noch mal eine Runde mitdrehen nachher. Ich wollte erstmal, wie auch immer, ein paar Bänke setzen. So. Setzen die sich eigentlich auch in der Wartebank, in der Warte? Stelle hin. Müsste eigentlich, oder? So, da unten zwei. Jetzt steht hier irgendwie eine kleine Lampe so ein bisschen im Weg, ist egal. Die nehmen wir mal weg und stellen die ein bisschen um. Moment, wir hatten die Lampen hier oben. Für 3 Euro das Stück. Machen. Ja, guck, hier vorne auch noch zwei hin. Und dann noch ein paar Mülleimer. Aber auch in Zukunft der sauberste Park bleiben. Jetzt schon wieder. Bobbahn 1 hat Bügel, die nicht schließen. Oh, das ist nicht gut. Da muss man kurz zu der Techniker ran. Apropos Techniker, da bräuchten wir, glaube ich, auch noch mal ein. Wie viele Techniker haben wir denn eigentlich? Mechaniker. 3 haben wir. Stellen wir mal noch einen ein. Da kommt ja noch ein bisschen mehr dazu. Und zwar noch ein paar neue Buden können wir mal dazu bauen. Hier so eine Brezelbude. Stellen wir hier mal mit hin. Was haben wir denn noch? Hershey's Verkaufsstand. Hotdog, Hähnchen, Karamelläpfel. Oh, das wäre genau das Richtige. Pizza, Pizza, Pommes, Sandwiches. Pizza zieht auch immer. Hier am besten direkt, wenn die Leute aus der kleinen wilden Minenbahn rauskommen. Hier kommen sie raus. Direkt auf den Pizzastand zusteuern. Haben sie bestimmt Bock drauf. Kotzübel und dann erstmal den Pizza verdrücken. Noch ein bisschen was zum Süffeln. Ein kleiner Limonadenstand. So, hierhin. Als ich das Spiel hier das erste Mal gespielt habe,
habe ich mich nach ein paar Stunden gewundert, warum die ganzen Geschäfte nichts einnehmen. Ganz einfach, die waren alle noch auf rote Fahne gestellt. Das heißt, da könnte auch nichts erwirtschaftet werden. War ein bisschen dumm. Kann aber mal passieren. So, hier noch ein kleiner Kaffeestand hin. Standardkaffee, Röstkaffee. Boah, 1,50 für einen Röstkaffee, na super. Kostet ja so schon eigentlich nichts, der Eintritt. Bei welchem Eintritt sind wir denn? 40 Euro? Ich glaube, es geht los. Müssen wir doch dringend mal 45 machen, würde ich sagen. So, da sieht alles ganz gut aus eigentlich. Bobbahn 1 wurde repariert. Gut, jetzt hat Bobbahn 1 auch wieder Bügel, die endlich schließen. Fahren wir direkt noch mal eine Runde mit. Bahn an der Einsteller. Ja, die ist noch relativ lahm. Gekreischt wird trotzdem von Männlein und Weiblein zusammen. So, ich glaube, das war's gleich, oder? Die fährt sich jetzt direkt wieder in die Station, genau. Ja, es läuft alles ganz gut. Huf! Macht unsere kleine Safari hier drüben. Wie sieht's denn hier aus? Wir gehen auch mal noch Leute rein. Was zahlen die hier nochmal? Ja, komm, machen wir wieder 50 Cent. Ist okay. Später habe ich dann die kleinen Dinger ganz kostenlos gemacht, damit da überhaupt noch ein paar Leute sich was anschauen. Naja, es wird langsam mit unserem Park hier. Was haben die denn in der Hand? Ein Schirm und eine Karte. Die hier auch. Ah, hier liegt schon wieder Müll rum. Was ist das denn für eine? Ach, das ist der Herr Parkinspektor. Flache Bahn bewerten, aha. Schwimmbecken bewerten, da sieht sich also um und guckt sich die Sache an. Das ist ja geil, jetzt kniet er hier rechts unten, sehen wir es gerade. Vor der Bank. Wo geht er denn jetzt hin? Ha, die Frisur ist der Hammer. Na, dann schauen wir uns mal um, was wir noch so haben in unserem Baumenü. Ich glaube, das machen wir mal so. Das sah vorher so aus, als ob die gar nicht hier draufstehen, sondern dahinter. Gurkhaus ist auch noch fleißig am Fahren. Regnet wieder ein bisschen. Was macht denn eigentlich unser Souvenirstand? Der macht schon ein bisschen Gewinn, das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Ja, freuen sich die kleinen Kids. Hat er was gekauft? Nichts. Kommt wieder mal zurück. Ha. Ach hier. Giraffen haben wir gekauft. Figuren. Irgendein Camcorder hat er in der Hand. Ja, den Familienaufenthalt hier in unserem Super-Duper-Park, wo für jeden nichts dabei ist, den möchte ich auch unbedingt auf Video haben. So, na, dann gucken wir mal, was haben wir denn noch so im Angebot? Andere Bahn und Attraktion. Aussichtsturm, auch immer nicht verkehrt. Doppeldeck-Aussichtsturm, Geisterbahn, Go-Kart, Harshays Kissing Tower. Hindernislauf? Oh nee.
Mini-Hubschrauber, Monster-Trucks, ja. Oldie-Wagen, Quad-Bike, schrille Räder, Spukhotel. Können wir so einen Aussichtsturm bauen? Oh, das sieht ja schon gut aus. Wo pflanzen wir den denn mal hin? Natürlich irgendwann soll der schon recht mittig stehen. Das müsste hier vorne irgendwo sein, die Mitte. Wir können den ja mal hier oben in die Ecke packen. An den Parkbetrieb lassen wir nebenbei weiterlaufen. Und dann würde ich sagen, da erhöhen wir den mal locker ums Doppelte. So, haben sie eine Aussicht bis genau nirgendwo hin. Wie hoch können wir den denn eigentlich bauen? Das reicht doch, oder? Wie hoch ist denn das? 144 Meter, na komm, da machen wir die 150 Meter voll. 156 Meter ungefähr. Ich denke, das reicht locker aus, um sich hier einen Überblick über den Park zu verschaffen. Was mussten wir denn noch machen bei dem? Ach genau, Ein- und Ausgang müssen wir da auch noch wählen. Moment, hat es jetzt nochmal eine Schicht draufgesetzt? Nee. Nee. Da müssen wir allerdings noch Ein- und Ausgang. Ist das das hier? Nee. Sorry, da gab es gerade ein paar Probleme. Wo ist denn der Ein- und der Ausgang? Ach, hier. Hier ist es doch. Schild, Warteschlange. Eingang, genau. Der Eingang und der Ausgang. Da müssen wir den natürlich noch hinführen. Wir machen mal eine Probefahrt. Ganz wichtig beim Aussichtsturm. Ja, der braucht nicht so eine lange Warteschlange. Das reicht, wenn wir die bis hier runterführen. Können wir da noch mitfahren? Oh, oh. Dreht sich aber ganz schön schnell. Dezenter Überblendeffekt. Könnt ihr auch ein bisschen umschauen? Da der kleine Berg. Da unten die ganzen Bahnen. Oha, 150 Meter, ganz schön hoch. Und jetzt dürfte es langsam wieder nach unten gehen. Die Drehgeschwindigkeit einstellen. Ich finde das ganz schön schnell. Aber ich glaube, das geht nicht. Nee. Oder hier? Geschwindigkeit 14,4 km/h. Ich glaube, das ist für den Auf- und für den Abstieg und nicht für die Auf- und Abher. Na, ist egal. Geben wir das Teil frei. Was kostet das? Komm, das machen wir mal umsonst. Da würde ich sagen, da können wir ja hier hinten gleich mal ein bisschen den Weg weiterführen. Huch. Ach, egal, was soll's. Dann halt so. Einfach schon mal ein bisschen vorplanen. Ah, hier könnten wir dann auch noch mal so ein paar Gehege eigentlich dran setzen mit so ein paar anderen Tierchen. Ich überlege gerade, wenn wir hier eigentlich noch ein paar Gehege machen, dann später die den Fußweg einfach so ein bisschen höher gelegen über die Gehege führen, falls das geht. Das wäre auch ziemlich geil. Naja, können wir entscheiden. Erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Die Folge ist vorbei und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.